Hallöchen Leute und willkommen zurück zu GT Sport mit einem weiteren Gruppe 1 Rennen. Für mich ist dieses Rennen das heute vierte Rennen schon. Ich bin nämlich im Porsche schon ein Ründchen gefahren, das Rennen habt ihr vor einer Weile dann schon gesehen. Und jetzt sind wir unterwegs mit dem Toyota Hybrid, den habe ich gerade eben einfach mal im Qualifying kurz getestet und habe mir gedacht, hey, du guckst einfach mal, wie kommst du mit dem Fahrzeug zurecht, und die Qualifying-Zeit ist weiterhin die vom Porsche. Nichtsdestotrotz habe ich es mir nicht nehmen lassen, euch heute mal den Toyota zu präsentieren, denn ich muss auch sagen, es ist ein Fahrzeug, welches sich sogar ziemlich angenehm fahren lässt. Und ich glaube, auch wenn er im Peak nicht ganz so schnell ist wie der Porsche 919, wird dieses Fahrzeug trotzdem, zumindest für Einsteiger wahrscheinlich, ein bisschen angenehmer zu fahren sein. Und als Einsteiger zähle ich mich auch, denn ich habe heute zum ersten Mal die Gruppe 1 Fahrzeuge für mich entdeckt. Und zum ersten Mal sind sie, glaube ich, auch im Sportmodus, während ich im Sportmodus bin. Und ja, deswegen gucken wir mal heute, wie der Toyota funktioniert. Wie gesagt, die Bestenlisten mittlerweile von 1.10.0 bis 1.10.3 gehend, die Zeiten, sind von Porsche dominiert. Aber das heißt nur, dass man im Qualifying mit dem Porsche schneller ist. Jetzt gucken wir, wie es im Rennen ausschaut. Ja, wenn man gut mit dem Porsche zurechtkommt, dann ist man anscheinend auch im Rennen mit dem Porsche schneller, denn das hat unter anderem im ersten Video der Rennsieger dann gezeigt. Ich glaube, Pierre hieß er. Heute fährt er leider nicht mit, obwohl das Rennen unmittelbar nach dem letzten ist. Wie gesagt, wenn es alles so ein bisschen kryptisch jetzt ist bei der Einleitung. Ich zerstreue so ein bisschen die Folgen, die ich nacheinander aufnehme, damit man immer eine Streckenvielfalt hat und eine Fahrzeugvielfalt. Ja, und hier schauen wir uns mal den Porsche, wollte ich schon sagen, den Toyota von außen nochmal an. Toyota ist ja mittlerweile ziemlich knauserig, was die Lizenzen angeht. Die wollen die nicht so wirklich hergeben. Ich glaube, das hat man auch in Forza Motorsport 7 dann gehabt, dass es dort keine Lizenzen von Toyota gegeben hat. Finde ich ein bisschen komisch, den Ansatz, denn vor allem Porsche war ja, glaube ich, super happy, als dann dieser Exklusivdeal auslief und als sie dann in viele, viele verschiedene Spiele ihre Fahrzeuge pumpen konnten. Und ich glaube, dass es auch ein ganz netter Werbeeffekt ist, wenn in jedem Rennspiel dein Fahrzeug vertreten ist oder zumindest in der Großzahl an Rennspielen. Ja, schauen wir mal, wie es heute läuft. Der Toyota, wie gesagt, in der Spitze nicht ganz so schnell, aber vielleicht allgemein. Und irgendwie finde ich die Kamerafahrt gerade komisch. Ach, okay. Die Weiterfahrt verzögert sich um wenige Minuten. Nein, Quatsch. Wir legen direkt los. Hinten noch ein Bugatti, ein Tomahawk. Noch weitere Fahrzeuge, aber primär ist hier Porsche, glaube ich, einfach das Ding, was gefahren wird. So, wieder die ersten Kurven überleben und dann hoffentlich keinen Fehler machen. Ich finde die Gänge auch sehr interessant. Man ist nämlich im Porsche gefühlt immer einen Gang höher als im Toyota. Alter. Uncoole Aktion, Iceman. So ein bisschen muss ich mich natürlich immer noch umgewöhnen vom Porsche. Der fühlt sich ja schon ganz anders an. Aber viel ruhiger. Viel weniger gehetzt als der Porsche. Alter, nach einem Fehler so zurück auf die Strecke fahren, ist auch nicht geil.
Oh, sorry. Ich glaube, das gleicht sich jetzt aus. Nein, gib mir doch den Windschatten. Nicht von dem Vordermann beeinflussen lassen. Ich wollte schon viel früher rausbeschleunigen, aber dann habe ich gemerkt, huiuiui, der kommt schon sehr weit raus. Man kopiert die Fehler von anderen gerne. Der Abstand nach vorne, sowohl zum zweiten als auch zum führenden, immer noch identisch. Okay, der Führende baut seinen Vorsprung hier eindeutig aus. Da muss ich nochmal gegenlenken. Oh, Mann. Jetzt wird er aber auch ein bisschen unruhig hier. Der Typ vor mir auch. Oh nein. Ja, jetzt einen eigenen Fehler gemacht. Ich traue mich noch nicht so recht mit dem. Oh, Moment. 4 Runden haben wir jetzt erst. Das reicht doch sprittechnisch niemals aus. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen Sprit sparen, auf jeden Fall. Okay, 0,7 Runden Sprit verbraucht jetzt. 0,8, 0,9, okay. Innerhalb einer Runde, das ging ganz gut klar. Mal schauen, was der Typ vor mir macht. Vielleicht geht er ja jetzt an die Box.
Ja, schneller scheint er einfach zu sein. Ich glaube, der fährt auch den Porsche. Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich mit dem Toyota halt permanent dieselben Qualifying-Zeiten fahren konnte und dachte, okay, das kannst du vielleicht auch aufs Rennen übertragen. Aber wenn das konstant 1,14er sind, dann nein, danke. Wobei, wenn ich niedrige 1,15er fahre mit Spritsparen, das geht dann klar. Okay, der holt neue Reifen ab. Sehr schön. Und jetzt haben wir definitiv Sprit gespart. Eindeutig. Hat aber auch nur 7 Minuten. Das wäre gut. 7 Sekunden Rückstand. Ist aber auch nicht die schnellste Rennrunde gefahren, der Liebe. Halbe Zehntel im Delta, das geht voll. Das wird eine niedrige 15er Zeit vielleicht. Der Fahrer hinter mir hat aber nicht mal Verkehr. Also der eigentlich Führende. Freier Fahrt und er wird auf jeden Fall rankommen. Ich muss ein bisschen die Geraden nutzen, damit ich hier schnell wegkomme. Zumindest mal vereinzelt. Okay, es sind noch 4 Runden. Im Porsche bin ich auch mit dem Boxenstopp durchgefahren. Hier im Toyota, da ist es sehr viel schwieriger. Der verbraucht viel mehr Sprit. Aber trotzdem, man kommt ziemlich gut durch. Okay, jetzt sind es noch 3 Runden. Oh nein, da ist ein Überrundeter. Thank you.
Glück gehabt, ey. So, ein bisschen Lift and Coast kommt ebenfalls dazu. Die letzten zwei Runden, die müssen jetzt ein bisschen schneller sein. Ich glaube, ab jetzt kann ich mit Fett durchfahren. Ich hoffe es mal. Er kommt nicht so recht ran, ne? Vielleicht hat er selbst Spritmangel. Oh nein, jetzt kommt der Hybridmotor. Ja, Vollgas. Alles klar. Wow. Super Genie, ey. Ich hoffe mal, dafür gibt es eine dicke Strafe. Das war alles andere als fair. Unfassbar. Man kann es da durchaus probieren, aber du darfst dich nicht so weit raustragen lassen. Ganz simpel. Ja, er kriegt leider nicht mal eine Strafe. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, jetzt habe ich eine passende Szene, die ich ins Replay packen werde. Ja, also keine Ahnung, was das sollte. Schade. Naja, ansonsten gut gefahren. Ich denke, das war ein schönes Rennen. Nichtsdestotrotz, es geht sehr viel schneller. Auch im Porsche bin ich schon sehr viel schnellere Rennen hier gefahren. Also insofern, es kann sich durchaus lohnen, mit dem Toyota hier eine 1-Stop zu fahren. Er war jetzt nicht schneller. Eigentlich, ja. Aber, beziehungsweise, ich sag's mal so, er war nicht so viel schneller, dass er die 1-Stop hätte aufholen können, wenn ich am Anfang dran geblieben wäre. Also es kommt auch drauf an, was für eine Grundpace man hat. Insofern, es bringt durchaus was, hier 0 zu stoppen. Aber, ja. Es ist halt jetzt blöd gelaufen am Ende. Und eigentlich ein super unfairer Move, dass er sich da raustragen lässt. Es war vielleicht nicht mal beabsichtigt, aber es hat uns de facto den Sieg gekostet. Und ihm hat es den Sieg gebracht. Insofern, naja. Aus Fairness hätte ich wahrscheinlich kurz das Gas gelupft und hätte einfach hätte einfach das Auto passieren lassen, was ich gerade rausgeschoben habe. Aber gut, die Fairness zeigt scheinbar nicht jeder. Sehr, sehr schade, aber naja. Na, Murmel beglückt Wunsch uns hier nochmal.
beglückwünscht uns hier nochmal. Und irgendein anderer wird als Popöchen bezeichnet. Das war nicht ich, keine Sorge. Ja. Warum sind hier nur positive Sachen, die man schreiben kann im Chat? Naja, egal. Er ist es nicht wert. Ich überspringe das Ganze einfach mal. Vielleicht begegnen wir ihm wieder in einem Rennen, in einem Porsche, wo wir in einem Porsche sitzen. Und dann, naja, hat er definitiv das Nachsehen, behaupte ich jetzt mal, wenn ich mich da halbwegs anstrengen kann. Sowieso mittlerweile bei ungefähr 80-85% Fortschrittsanzeige, was den B-Rang angeht. Das heißt, wir sind bald vielleicht beim Rang A und das wäre sehr, sehr geil. Das wäre so ein Ziel, was so implizit bei mir die ganze Zeit im Hinterkopf ist. Und wenn wir das endlich schaffen... Ah, ich habe vergessen, das Replay zu speichern. Na super. Ich bin aber auch ein Genie, ne? Gut. Ich denke, wenn man manchmal genervt ist von sowas, dann kann man auch vergessen, das Replay zu speichern. Naja, wie dem auch sei, ich danke vielmals fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode Gran Turismo Sport. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Heute leider kein Replay im Abspann und irgendwie muss ich nochmal gucken, wie ich dann das Thumbnail mache. Aber gut, wir werden schon irgendwie sehen. Und ansonsten, ja, seid beim nächsten Mal ebenfalls wieder dabei. Haut rein.